Liebe MOBA-Freunde, ich begrüße euch heute recht herzlich. Es ist inzwischen das fünfte Video für den Bau meiner Eisenbahnanlage, die ihr hier begleitet. Und ich freue mich über so viele Abos, inzwischen über 200 Abonnenten. Herzlichen Dank. Und heute möchte ich eigentlich die Gleiswendel fertig bekommen. Das heißt, die ganze Elektrik, die jetzt hinterlegt wird, ist Gegenstand dieses Videos. Eigentlich sollte ja die Tonqualität etwas besser werden. Ich habe auch den Fehler gefunden, weil meine Kamera eben dieses externe Mikrofon nicht unterstützt, musste ich jetzt eine Alternative finden. Ich habe ein externes Mikrofon bestellt, was ich also auch am PC betreiben kann. Aber Amazon ist nicht in der Lage, das jetzt innerhalb von einer Woche zu liefern. So, und jetzt geht's weiter. Viel Spaß beim Zuschauen. Verkabelung, so wie ich jetzt gestartet bin. Wir haben hier an der Stelle eine Zufuhr vom Mittelleiter und von der Masse. Hier an der Stelle ist die Unterbrechung, sowohl auf der Außenschiene, die wird also hier die Masse weggenommen, und Mittelleiter. Und dann im letzten Stück hier wieder die beiden Anschlüsse. Ja. Dort ist der Mittelleiter angelötet und hier am Verbinder, ist, ich glaube, so sieht man es mit am besten noch, ist dann die Masse. Hier ist dann die Mittelleiterunterbrechung, so wie Märklin sie hier für die K-Gleise auch vorgesehen hat. Das ist jetzt hier genau, wo dieser Zapfen noch ist. Hier ist ein Kunststoffverbinder drin, der dafür sorgt, dass also hier die Masse auf der Außenschiene unterbrochen wird. Ausreichend. Ich mache das jetzt nur einmal provisorisch.
das nicht. Und kann dann das Datenkabel auch hier verschwinden lassen. Es ist dann nochmal den zweiten dazu, damit ihr das seht. Wie mache ich die Verkabelung vernünftig? Die Problematik ist, weil die Decoder M84, M83 miteinander verknüpft werden. Sie kriegen eine zusätzliche Stromversorgung. Stromversorgung muss dann über ein Netzteil angeschlossen werden, damit das nicht irgendwo hier durch den ganzen Raum läuft. Habe ich eigentlich vor, hier noch entsprechende Steckdosen zu montieren. Und damit ist auch das Modul letztendlich irgendwo. Hier für die Pendel brauche ich zwei. Mehr habe ich jetzt nicht vorgesehen, hätte das auch nochmal unterteilen können. Wie gesagt, hier kommt ja die Ringleitung rein. 1,5 Quadratmillimeter Durchschnitt von diesem Kabel. Das werde ich jetzt einfach mal. Das sind jetzt 90. So kommt das rein. Vielleicht sehen, denn die beiden sind rechts und links abgeflacht. Das ist recht schwierig in der Kamera zu sehen und entsprechend ist im Gegenstück, gibt es hier auch, da glaube ich sieht man es besser jetzt, ja, das ist eine halbrund und eckig. Und mehr nicht. Einmal. Zweimal. Blaue Massekabel. Und hier der gelbe. Damit ist einmal die Verbindung da und ich stecke das einfach zusammen. Da ist jetzt die Verdrahtung. Das ist jetzt der vorbereitete Status, um von der Gleiswendel in den Schattenbahnhof zu fahren. Bis zum Eck. Segment ist das soweit jetzt vorbereitet. Das heißt, hier soll jetzt die Kehrschleife
ein Zuhause finden. Und darüber hinaus brauchen wir dann für hier seht ihr jetzt den Anfang für die Verkabelung. Ganz oben kommt auf diesem Montagebrett dann ein S88 für die Belegtmeldung, die innerhalb dieses Segments stattfindet. In der Reihe drunter sind die M-Module von Märklin, M83, M84, weiß noch nicht was. Ich da im Detail alles noch brauche. Unterhalb des S88 habe ich Platz gelassen, falls ich eben eine eigene Stromversorgung plane. Liegt jetzt auch. Das Ende ist mit Vago-Klemmen versehen. Ansonsten muss die Ringleitung innerhalb des Verbundes aufgetrennt werden. Hier seht ihr zum nächsten Segment so einen Verbinder. Dazwischen, wenn ich Strom abnehme, werde ich das wahrscheinlich auch mit Vago-Klemmen machen. Hallo, hier in der Ecke bin ich. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo wir hin müssen. Hier läuft die Bremsstrecke 1 von der Nullleiterisolierung. Geht an das braune Kabel hier drin. Den Bahnstrom.
verlängern will, dabei ist, es ist die volle Länge da. Und an den braunen anzuschließen, ja, jetzt fehlt mir die Lötleiste, dass ich die Kontakte alle da dran löten kann. Ja, das war's fürs heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ausblick auf das nächste Video wird sein, dass ich den Schattenbahnhof weiterbaue. Das heißt, die Kehrschleife ist dran und ja, wenn es das Video füllt, machen wir nächstes Mal nur die Kehrschleife oder ansonsten kommen wir eigentlich bis zur Gleishafe. Mal sehen, wie weit wir kommen. Vielen Dank und tschüss.